So, hallo und nach langer, 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 langer Zeit bin ich wieder dabei. Das hatte auch mit einem peinlichen Grund zu tun. Nämlich, ich hatte von diesem Kanal das Passwort vergessen. Ja, ich habe meinen PC neu aufgesetzt, dachte, das wäre noch eingespeichert, weil ich Google Chrome nutze und alles drum und dran. Und ja, das Passwort war einfach weg. Und da habe ich einfach mal einen Zweitkanal gegründet, bloß der lief nicht so gut. Und auf einmal, genau heute, ja, genau heute, habe ich das Video rausgebracht. Oder werde ich heute dieses Video rausbringen. Ja, gab es einfach, hatte das Passwort einfach geschluckt. Gut. Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. So, der Katzencraft-Server, wo ich ja ein paar Mal aufgenommen habe, ist ja jetzt down. Oder er war vorher auch noch down. Ich habe dem lieben Official Pexer einfach die Domain geschenkt und auch den Server. Also man kann sich den Server downloaden. Ich werde nochmal einen Download-Link für den Server, für den Katzencraft-Server mit Plugins und allem drum und dran. Also wer sich da auskennt, kann gerne die Plugins nutzen. Ich sehe gerade, ich habe die FPS-Anzahl in meinem Video. So. Und wir gehen jetzt einfach mal auf den neuen Server. Denn wir haben einen neuen Server gegründet. Ich weiß schon wieder ein neuer, aber der ist besser. So, wir gehen da jetzt erstmal mal drauf. Und schauen mal. Also, die Lobby ist noch ausbaubedürftig. Und das sollte eigentlich auch nicht stehen. Naja, egal. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Habe ich irgendwie mal gebaut. Naja, egal. Also die Lobby, die wird sich noch verändern. So. Hier der Kompass. Ja, Freebild. Ja. Gibt's nur Freebild. Also Freebild ist fast komplett ausgereift. Das finde ich gut. Also Freebild kann man schon spielen. So. Und oh, ich bin gerade im falschen Account drauf. Oh, sorry. Ich bin gleich wieder. 2 hours later. Jetzt aber auch mal öffentlich. Öffentlich mit dem richtigen Account. Und so, wenn man hier spawnt, dann spawnt man genau hier. Oder auf dem Dach. Keine Ahnung. Das ist einfach so. Und das ist unser kleines Dorf. Das ist halt noch ausbaufähig. Aber bisher funktioniert halt alles soweit. So. Was will man sagen? So, einfach slash git geht. Also habt ihr halt eine verschiedene. Achso, und es gibt jetzt auch verschiedene VIP, also VIP Plus, VIP. Und hier das Anfänger-Kit. Wenn man das sich nimmt, dann hat man hier Leder, Leder, Leder und Spitzhacke. Das können wir mal ganz kurz anziehen. Ja. Also ist Standard eigentlich. Ja, kann man so sehen. Ja, was kann man noch machen? Man kann jetzt einfach hingehen und farmen gehen. Ja, das ist alles. Also nicht groß mit Plugin rumprogrammiert oder irgendwas. Okay, das kann ich mal ganz kurz zeigen. Das kann ich gar nicht zeigen, weil gerade keine Player online sind. Wenn man jemanden killt, dann kriegt man Regeneration. Jo, und wahrscheinlich dann auch noch extra Punkte. Also da werden wir uns nochmal hinsetzen. Aber soweit ist Freebuild fertig. So. Erstmal, was es auf dem Server geben wird. Es wird ein Super Jump auf jeden Fall geben. Oder vielleicht nennen wir es auch noch anders. Auf jeden Fall Super Jump. Dann Sky PvP, da arbeiten wir gerade dran. Ist auch fast schon fertig, außer die Map. Und ein paar Kits. Ja, was gibt's noch? Dann King of Leader oder Ladder. Auf jeden Fall. Was noch? Das war's bisher. Also vielleicht, also Bedwars auf jeden Fall noch. Ja, da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Auch ein eigenes Shop-System und mit Bungee-Code und alles drum und dran. Also wir nutzen hier gerade Bungee-Code, also ist gerade praktisch auf einem eigenen Server. So.
Was gibt's noch? Also wenn wir jetzt mal vielleicht Lobby machen. Mal wieder hier rein. Jo. PvP, also Super Jump. Das heißt Super Jump. Da können bisher nur die Premiums rein. Und ja. Müssen wir hier so ein kleines Team ranmachen. Und da. Voila. So, da sind dann Schilder zum Joinen. Aber bisher. Ach, und der liebe Baller wird zusammen noch wieder drauf. So. Jo. Dann gehen wir jetzt mal zu Sky PvP. So. Jetzt sind wir bei Sky PvP. Also. Sky PvP, die Map. Kann ich zugeben, ist gedownloadet. Aber. Es gibt noch eine zweite Map. Die ist gerade in Bau. Und deswegen haben wir als Ausweiche diese Map erstmal genommen. Einfach zum Testen fürs Plugin. So. Hier. Da sind die Kids. Einfach hier gucken. Enderman gibt's, Magier gibt's, Bogen gibt's und Jumper. Falls ihr noch mehr Kit-Ideen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Weil man kann nie genug Kits haben. Aber die sollen halt ausgeglichen sein. So. Wir nehmen einfach mal das Kit Enderman. Das hat halt hier Enderpellen, aber es steht auch alles dabei. Also, falls ihr auch nicht die Kiste bekommt, einfach ist euch Kit. Oder ist euch Kit. Ja. Und was noch eine Besonderheit ist, oder gar nicht eigentlich, man kann hier Farbstoff finden und sich seine eigene Rüstung zusammenstellen. Wahrscheinlich, das weiß ich aber nicht ganz genau, kann man dann auch sein eigenes Kit zusammenstellen. Das kann man sich einmal am Tag dann holen. Dies kann man 2 Minuten immer holen. Aber wahrscheinlich kann man sich dann noch sein eigenes Kit zusammenstellen. Einfach slash Kit create und dann wird dein Inventory sozusagen gescannt. Und du kannst es dir einmal am Tag wiederholen. Jo. Das ist dann aber noch ein bisschen höher. So. Jo. Das war's erstmal, so ein kleines Infovideo. Ich hoffe, es euch hat gefallen. Und jo. Und das war's auch. Gut, dann würde ich sagen, ciao. Und, achso, nee. Und der Server ist noch nicht öffentlich. Also der Server ist noch nicht öffentlich. Weil hier, also es läuft ja gerade alles auf meinem PC. Und weil das eh immer die IP ändert ständig, brauche ich das gar nicht. Okay, bis dann.